Yo, 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 ihr geilen Gangsters da draußen. Ich bin's wieder, euer Gangster-Michel. Und heute könnt ihr mir zuschauen, wie ich einer pichel. Was? Nee, keine Ahnung. Ich heiße auch nicht Michel. Ich heiße, wir sind CJ, Baby. Oh, das Handy klingelt. Warte mal. Hallo? Hey, Ken, how you doing? Who is this? It's Carl. Carl Johnson. Hey, Carl, great! Guys, it's Carl. Great! Fucking great. Fucking amazing. I got a need for an accountant and a sound engineer, and I thought of you and Paul. Fucking amazing! Paul's great with figures, and I'd make a fucking amazing producer. This is fucking great, it's amazing! Yeah, yeah, whatever you say, man, but look, see you soon. Fucking amazing! Huh? Für den ist einfach alles fucking amazing. Naja, passt. Passt, alles gut. Wir sind wie gesagt hier am Start und ich weiß nicht, was machen wir denn jetzt? Wir können eigentlich direkt, haben wir Knarren, haben wir, alles gut. Wir können hier eigentlich direkt weitermachen, ne? Mit der Mission. Komm, machen wir. Alter, willst du mich verkackeiern? Was ist jetzt schon wieder? Carl, what's up? It's your brother. Hey, what's up, man? You okay? Not really. I'm stuck in a cell between two lunatics. And people keep trying to jump me. This shit ain't cool, partner. You looking after Kendall? Nah, she looking after me. Right, that's cool. I'ma get you out of there though, man. No, you ain't, nigga. Who do you think you are? I'm here for life. I guess I've grown used to it now. No, you not, man. I'm working shit out. Whatever it takes. That's a negative. I'm through hoping. Have a nice life, brother. Hold on, man. I'm getting shit worked out for you. Just hang in there. Sweet. Sweet. Shit. Na, wir werden den da schon rausholen. Da bin ich doch schon fast schon, da bin ich fast schon von überzeugt. Ich weiß es nicht. Machen wir jetzt die Mission oder machen wir die Heist erst? Ich weiß es noch nicht. Machen wir die Mission hier, komm. Jetzt stehen wir schon davor. Vertical Bird. Oh yeah! Come on! You please leave yourself alone! Come on! Here! Come on! Oh, fuck this shit, you mongrel! Oh, come on! You shouldn't be choking the gecko in the first place. Remember what happened to that gig in Hamburg? That's my dog! That groupie loved it! That wasn't a groupie, that was a roadie! But she had great tits! Man tits! They were man tits! Hey, what happened? Hey, what the sound's that? I don't know, bruv. It all just went. You fucking shite, you RP. I can't be held responsible for dodgy gear, all right? Come on, keep it together, man. You can't fuck with his flow. Finally, I thought I'd never get through to you. What the f... What's Torino, this? Is that you? What's happening here? Torino? Listen, you gotta pull one last string. Hold up, mate. Okay? Hold up, 1 second. Communists at the gate, Carl. I'm tired of this, Torino. I'm outside. Let's take a ride. Now I'm hearing things. Fuck me! Hey, I gotta get out of here. You got this? Hey, dog, I gotta go hit a marketing meeting. I'm gonna catch you later. Right, my name goes, sunshine. Yeah, sweet ass. Come on, you having that, Mac? You having that? I'm gonna die in the eye of the storm. That's my destiny. Okay. Also, Spaß beiseite. Wir müssen uns wieder dem Ernst des Tages widmen. No invite to the housewarming, huh, kid? I knew you'd come anyway. Yeah, well, that's not important right now. I'll bring you up to speed on the way. Get in. Den Schlipsträger schon sehe, kann ich schon wieder in die Fresse hauen, ne? Okay, dann fahr uns da mal rüber, komm. How long is this gonna take? I got my own shit to worry about. Would you like to see your brother this week? Yeah, what can I do? You just gotta steal a military jet off an amphibious assault ship and use it to destroy a flotilla of spy ships. Nothing big. Oh man, you shitting. Would I shit you, Carl? There's a boat. All the gear you'll need is on board. I'll keep you briefed as you go. I ain't coming back from this one, am I? Yes, you are. Don't be ridiculous. Here, take this earpiece. Trust me, do as I say. You'll be home for a blowjob and a bologna sandwich. Auf dem Schnellboot befinden sich eine Pistole mit Schalldämpfer und ein Messer. Na prima. Gut, dann würde ich mal sagen, ab aufs Boot. Und dann düsen wir mit dem Boot. Du musst zu dem Schiff, alles klar. Es gibt schon mal einen Schiffsüberfall oder sowas. Da bin ich ja mal gespannt. Ist das schon wieder. Mit Schiffen hat man ja nicht so gute Erfahrungen gemacht. Aber schauen wir einfach mal, was das wird. Ach, guck mal, da sind wir ja schon. Prima. Well, can you help me now? Well, no. Actually, no. Super.
Oh, das ist ein Militärboot oder sowas. Du musst in das Schiff hinein, bevor sich die hintere Luke schließt. Wenn du schwimmst, werden dich die Wachen nicht so leicht entdecken. Ja, wollte ich auch gerade sagen, ne? Habe ich die Ausrüstung? Jo, haben wir. Okay, easy. Gut, vielleicht hätten wir erst noch ein bisschen näher ran gehen sollen, aber naja, scheiß drauf. Scheiß drauf. Ach nee, komm, wir schwimmen da. Wir müssen aber dem Boot eben noch ein bisschen näher ran. Das hat sonst gar keinen Sinn. Jetzt ist die Luke nämlich zu, dann haben wir nämlich gelitten. Komm. Go, go, go. Ein bisschen müssen wir noch ranfahren. So. Okay. Und runter da, komm. Schnell rein da. Na komm. Alter. Okay. Nice, wir sind drin. Finde den Kontrollraum, um die SMA-Abschussvorberichtungen abzuschalten. Klau einen der Militärjet. Was? Versuche die Wachen nicht zu alarmieren. Oh, prima. Ganz toll. Vorne laufen sie natürlich Patrouille, ne? Ist klar. Aber das werden wir niemals hinkriegen, glaube ich. Weiß ich nicht, ob wir das hinkriegen, keine Ahnung. Erstmal hier rüber. Ich weiß halt nicht, wie es ist. Da fährt einer. Erstmal ein bisschen Überblick verschaffen, wo hier genau die Wachen rumdackeln. Ich werde versuchen, den Gabelstaplerfahrer zu eliminieren. Wieso schlägt der Alarm? Der hat uns doch gar nicht gesehen. Lol. Keine Sau hat uns gesehen. Kann gar nicht. Okay, hier ein bisschen aufpassen. Hallo? Frage ist, wo ist dieser scheiß Kontrollraum? Okay, wir sind aber unten auf der Map, wo hier Feinde sind. Das ist schon mal super. Die Frage ist, wo ist der... Ach, der ist ganz hinten im Boot. Okay, alles klar. Wenn ich das richtig sehe, ist da oben aber einer, ne? Kann das? Ne, hier oben ist schon mal niemand. Boah, Alter, habe ich mich jetzt erschrocken. Boah. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Der kommt hier rein. Okay, wir schnappen uns mal das Messer. Kommt der hier runter? Von der Patrouille her müsste er eigentlich hier runterkommen, oder? Oder auch nicht. Hm. Okay, gehen wir nochmal hoch. Okay, der kommt jetzt hier lang gedackelt. Jetzt kommt er doch hier rein, der Wichser. Hä, willst du mich verarschen? Na gut, komm, scheiß drauf, ist mir auch egal. Gebe ich einen feuchten Bums auf die Scheiße. Komm, leck mich, Alter. Ja, die kommen eh da oben rein, ne? Ah ja, doch nicht. Okay, die können auch hier lang kommen. Ich bleibe aber hier hinten stehen und baller die alle nieder, komm. Zack. 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 So, das war die erste Ladung. Leck mich doch, ey. Okay, da hinten ist noch einer irgendwo. Wenn du kriegst auch noch, was du brauchst. Zack. Jetzt können wir schon die Kontrollvorrichtung da hinten ausmachen. Die ist hier unten irgendwo. Wie kommen wir da runter? Kann ich hier einfach den Jet jetzt schon klauen? Nee, der ist weg, ne? Fuck. Ist die unten? Aha, ist unter uns. Okay, also müssen wir unten irgendwo lang. WTF? Wir hätten gar nicht hochgemusst? Ach, komm. Das ist doch scheiße. Naja, Tobi hat's verkackt. Egal, scheiß drauf. Machen wir schnell aus da. Hau mal aus den Lachs und dann... Klauen mit dem Jet. Wir hätten doch jetzt aber eigentlich auch
den Alarm hiermit ausschalten können, oder? Warum ging der jetzt nicht aus? Ist doch scheiße. Egal. Okay, go, go, go. Das Ding ist, ich kann die Dinger nicht fliegen. Egal. Scheiß da Hund drauf. Benutze Nummer 2 und Nummer 8, um die Ausrichtung der Schubdrüse zu verändern. Okay, damit geht's hoch. Das müsste dann geradeaus sein, oder? Okay, 2 kann man das Fahrgestell ausmachen. Ah ja, okay. Na toll. Das Ding ist, ich komme nicht hoch. Ich komme hier hoch mit dem scheiß Ding. Warum nicht? Aber irgendwie lässt sich diese scheiß Schubdrüse halt überhaupt nicht ändern. Was ist das? Ne, kannst du vergessen. Da stand noch Nummer 2 und Nummer 3 da. Warum geht das nicht? Ah, leck mich doch, ey. Jetzt können wir das nochmal machen. Ach, Rotzepisse, ey. Ich weiß aber nicht, irgendwie ging das nicht. Ja, Jet zerstört. Leck mich doch, ey. Irgendwie, warum kann man diese scheiß Drüse jetzt nicht ändern? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das stand doch mit Nummer 2, oder nicht? Warum ging das nicht? Ma, ey. Da krieg ich doch schon wieder zu viel. Ja, komm. Sag an. Was ist? Hey Ken, how you doing? Schnauze, kann man das irgendwie überspringen? Ja, oh, danke. So. Vertical Bird. Gib mir. Well, no wind. Ah, Schnauze. Ma, ey. Wie gesagt, das verstehe ich manchmal nicht. Warum das nicht funktioniert. Naja, ich würde sagen, ich überspringe gerade mal, bis ich das scheiß Flugzeug habe. Und dann, machen wir hier gleich weiter in aller Ruhe, ne? So, da sind wir schon wieder zurück. Ich hab da Dingen. So, ich verstehe dich. Warte mal, Nummer 2? Geht nicht. Ah, okay, ich muss das gedrückt halten. Warum sagt mir das denn keiner? Okay, gut, weiter geht's. Hat ja nicht so lange gedauert, ging ja sogar. So, okay, jetzt kriegen wir hier Besuch, alles klar. Drücke in der Hand, halte leer, um einen Feind anzuvisieren. Wenn sich das Fadenkreuz rot färbt, ist es erfasst. Drücke Steuerung links, um zu einer Rakete. Alles klar. Schalte sie aus. Das ist unser Bestes. Dann müssen wir halt erstmal so ein bisschen rumfliegen. Quasi hinter die Pisser zu kommen. So. Nein. Wo sind sie denn? Da. Zack. Das müsste Nummer 1 gewesen sein. Ach, der hält ein bisschen mehr aus. Alles klar. Na komm. Boah. Okay, einen hätten wir schon mal. Sehr gut. Der macht gerade einen Abflug. Hahaha. Boom. Zwei immer noch aktiv. Alles klar. Was macht voll Laune, Alter. Voll geil. Hui. Weiß nicht, ob man mit dieser scheiß Hydra umgehen kann. Klappt das? Zack. Okay, wo haben wir noch einen? Über uns ist der immer noch. Da unten. Wow, warte mal. Hier rum. Und raus, komm. Gib ihn. Haben wir ihn? Nee, ist immer noch. Der fliegt immer noch, die alte Sau. Nee, jetzt fliegt er nicht mehr. So, der andere ist unten irgendwo. Ich auch den. Ah ja, jetzt wissen wir auch, welcher der einzigste Überlebende noch ist.
Na komm. Zack. Haben wir den sogar auch schon mal gehittet? Ne? Jetzt aber. Muss noch heilen? Ja, Mann! Tango down, Tango down. Sauber. Wir benutzen um 2 Uhr noch den Triebwerker in die Schwebeposition zu bringen. Okay, okay, okay. Alles klar, warte. Hier, Schwebeposition. Zack. Halt die Leertaste gerückt, so wird ein feindliches Schiff anvisiert. Und bald darauf ist Ziel erfasst. Okay, okay, okay. Halte Leertaste gedrückt, um die Zielerfassung auf was aufrechtzuerhalten. Und steuere dann links und dann feuern. Das Schiff muss einige Male getroffen werden, bis es zerstört ist. Okay, wir müssen ein bisschen runter wahrscheinlich, ne? Was müssen wir denn da unten überhaupt platt machen? Ah ja. Ich sehe schon. Zack. So. Okay, okay, okay. Alles klar, ein Spionageschiff haben wir schon mal. Da hinten sind noch mehr. Hier, guck mal. Und dann gleich, bam, bam. Ich gleich 5000 Raketen um die Ohren geschossen. Ah, geht noch, ist noch nicht down. Okay, kriegt erstmal das. Ah, doch, 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 okay. Ja, ist ja zum Glück total unauffällig, wenn man hier mit so einem fetten Boot durch die Gegend eiert, weißt du? Das geht ja einigermaßen. Jetzt muss ich nur mal gucken, die Kamera ein bisschen drehen. Warte mal. Oh, Vorsicht, die Brücke, Alter. Oh Gott. Aber wäre geil, wenn wir das Ding hier behalten dürften, ne? Diesen Jet hier, das wäre mega. So, wir haben's. Freunde, wir haben's geschafft. Ja, Mann. You see? Child's play. Ah, ja. Fuck you, Torino. I never want to go through this again. I think I'm a Earl. Oh, what a big wine. You want some cheese with that wine? Hey, you were spectacular. You know what? I'm beginning to think my little Carl's a double agent. Shut up, Torino! When you want this thing? What thing? I don't know what you're talking about. You stole it. It got nothing to do with me. I don't know what you're talking about. See you around. Torino! Torino! Shit! Ich bin im Jet zu dem Flugplatz in der Wüste und lande irgendwo auf der Landebahn. Ja, geil. Wir dürfen das Ding behalten. Haha, hammergeil. Was cool ist, wir sind ja gleich schon da. Guck mal, da unten ist das ja sogar schon. Glaube ich, oder? Lohnt sich nochmal hier so ein bisschen Dampf zu geben. Ein bisschen wenigstens. Da hinten ist es. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich mach mal langsam. Ich fliege lieber langsam dahin. Weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt irgendwo gegen Ditch, haben wir verkackt. Wenn hier so ein bisschen Dampf geben wir. Aber da unten müsste das, glaube ich, irgendwo sein, ne? Ja, da unten ist es. Boah, wie nice. Da haben wir immer eine Hydra verdient. Ich glaube, die behalten wir jetzt tatsächlich auch, ne? Ich meine, die respawnt dann da immer wieder. Ich kann mich zumindest daran erinnern, bei den 100%-Dingern, die ich immer runtergeladen habe, früher war da immer eine Hydra. Ich meine, das müsste die hier sein. So. Oh, warte, wir sind zu weit gefahren. Geflogen natürlich. Achso, warte mal, ich muss die Düsen erstmal wieder ausfahren in die andere Richtung, ne? Ich glaube, das macht Sinn. So, ein bisschen Schub geben und bremsen. Und dann passt das schon. Wo ist denn dieser Scheiß? Warte mal, noch ein bisschen Schub. Und jetzt bremsen. Jetzt muss ich auch noch einen Hangar fahren, Alter, das gibt's doch gar nicht. Ah, tolle Wurst, ey. Okay, komm. Ah, schön langsam fliegen, weil das Ding hat natürlich ordentlich Power, ne? Ist ja ganz klar. Ich sehe halt den Hangar nicht. Ich weiß ja nicht, wie man die Kamera dreht. Ach, da vorne, okay. Ich will auch keinen falschen Knopf drücken, ehrlich gesagt. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Ich bin gerade verdammt vorsichtig. So. Ja, Mann! 50k, oh yeah. 50k, oh huch. 50k, oh yeah. Wir gehen schnell speichern, aber sowas von schnell. Das hat ja einigermaßen gut funktioniert, ne? Nach anfänglichen Problemen haben wir das ja dann doch ganz gut hinbekommen. Wobei, hey, welche anfänglichen Probleme? Hey, wir müssen mal Geld abholen. Nice. Ist jetzt zwar nicht so viel, aber passt schon.
wie gesagt, nach anfänglichen Problemen haben wir das ja, glaube ich, dann doch ganz gut gewuppt bekommen. Bastur, sagt man immer so schön, ne? Bastur. So, jetzt habe ich das gerade überschrieben, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht, aber ist egal. Komm. Jetzt können wir nur hoffen, dass die Aufnahme auch, dass da alles drin ist. Aber ich müsste eigentlich schon. So. Mir schnappe uns jetzt unser Motorrad, Itle. Und, wow. Und düsen einmal rüber nach, Las Venturas. Ja, und da machen wir dann gleich hier... Was ist hier denn los? Mein Gott, wir sind live dabei. Bei der Polizeiverfolgungsjagd. Ist wahrscheinlich wieder irgendwo so ein Spasti, so ein Drogenhändler oder so. Hey, Polizeistern. Oh, was macht der denn? Alter, guck dir das an. Ist das nicht der Hammer? Wir sind gerade wie die Bild-Zeitung, ne? Guck mal hier. Wie geht's Ihnen eigentlich dabei? Bild sprach zuerst mit dem Opfer. Ah, Alter. Ah. Huch, Alter. Wow, nice. Ah, das brennt. Ne. Ne. Das gibt's doch gar nicht. Da ist das Spiel auch glatt schon wieder abgeschmiert. Ach, das ist doch zum Kotzen. Na egal, ist mir auch wurscht. Die Folge ist eh vorbei. Warum das da jetzt genau abgeschmiert ist, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ansonsten lief das aber eigentlich relativ smooth, also von daher passt das schon, ist egal. Ist es halt abgeschmiert. Interessiert mich die Bohnen. Wie gesagt, die Folge ist rum. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und wir hören uns, sehen uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play GTA San Andreas. Bis dahin, ciao. Situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the shit, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Tell me why are we so blind?